Gott, oh, oh mein Gott. Oh Gott, oh nein, es tut mir so leid. Oh nein, Bingo! Halt! So richtiges Influencer-Girl. Das Influencer-Girl möchte was ganz Besonderes haben. Willkommen zu einem neuen Video und heute werde ich das asozialste Tattoo- und Piercing-Studio der Welt leiten. Denn wir werden Leute piercen, aber nicht an den Stellen, wo sie wollen, falsche Tattoos geben und uns wie der letzte Welt verhalten. Falls ihr also auch Tattoos und Piercings wollt, kommt zu mir, meldet euch an, das wird wunderbar. Und dann fangen wir mal an, unsere Kunden ein bisschen zu quälen. Croissants sind heute übrigens nicht an. Wir haben hier gerade einen Prototypen legen, der soll quasi künftig Gnuhörner ersetzen. Sieht aber momentan noch aus wie eine Brezel, das heißt, wird noch überarbeitet. Aber das kommt bald, deswegen heute die unfassbar geile Füllung von Tattoo-Farbe und Schmerz. Übrigens, wer es noch nicht gewusst hat, ich habe jetzt TikTok, Jasmin_Gnu. Und es gibt eine neue Kollektion in meinem Gnu-Shop. Richtig geil, schaut vorbei, lohnt sich. So, wir haben hier schon die erste Dame. Ich frage mich tatsächlich, warum sie hier nur im Bikini-Oberteil sitzt. Aber wir fragen mal nicht nach. Ich finde, du hast schon relativ viel Metall im Gesicht, aber ich helfe dir tatsächlich gerne auch ein bisschen nach, wenn du magst. Tap to play. Okay, ich kann mir jetzt sogar aussuchen, welches sie will. Sie möchte das Silberne. Okay, ich würde sagen, wir machen dir die Hörner rein. Oh Gott, das darf ich sogar. Okay, wo wollte sie es eigentlich haben? Ich habe keine Ahnung. Ich steche dir mal extra ein falsches Löchle und wir machen die hier unten rein. So, wunderbar. Ist sie glücklich? Oh nee, sie regt sich voll auf. Es tut mir leid, aber da bist du hier auf jeden Fall falsch. So, was ist denn das? New item. Was auch immer du bist, ich muss es haben. Okay, clean the ear. Ih, warum muss ich denn das machen? Das dreht sich noch so. Warum muss ich ihr Ohr putzen? Mach's doch selber. Irgendwie führt deine Ohrmuschel und der Rest irgendwie führt dein Gehirngang nicht zu deinem Gehirn. Okay, egal. Oh, kann ich eigentlich auch hier nach oben rein ins Hirn? Nee. Ich durchstoß mal dein Trommelfell. Ah! Okay, was möchte sie denn noch alles haben? Oh nein, muss ich die Haare... Oh Gott, ich muss die Haare färben. Ich komme mir gerade vor, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es gibt Restaurants, Online-Restaurants, die bieten alles an. Asiatisch, Italienisch, Griechisch und alles schmeckt scheiße. Und ich bin auch so ein, ich bin gefühlt auch so ein Studio. Ich pierce, ich tätowiere, ich färbe Haare. Was kommt als nächstes? Ich putze Ohren. Was kommt als nächstes, Mann? Okay, ach, hier hinten möchtest du es rot haben, oder was? Ich komme da hinten nicht hin. Ich komme da hinten nicht hin. Oh nein, ich komme nicht an deinen Zopf. Okay, fertig. Ach, das Haargummi habe ich mitgefärbt. Ein neues Item. Hä, hatte ich das nicht vorhin schon? Das sieht doch jetzt einfach nur anders aus. Wir nehmen es mal für den Fall, dass das was Neues ist. Collect. So, match the piercings. Oh, was für ein anstrengender Arbeitstag heute, Leute. Ich muss Piercings sortieren. Weil das Studio sieht voll geil aus. Irgendwo auf so einer Hauptstraße mit fetten Glaswänden. Scheint gut zu laufen bei mir. Fix the items. Oh mein Gott. Voll den Putzzwang. Oh nein, das muss alles gerade sein. Fill the Spray. Ach so, für die Haarfarben, die wir machen. Oder ist es? Ist es Tattoo-Farbe? Wann darf ich eigentlich tätowieren? Warum sind das so komische Böppel? Ist es Bubble Tea? Biete ich Bubble Tea auch noch an? Okay, rein damit. Ich glaube tatsächlich, dass es einfach nur Haarspray ist. Place the item. Also ich muss sagen, mein Arbeitstag heute ist wirklich unfassbar anstrengend. Oh. Was sind das für Aufgaben, Mann? Group Piercings. Ach so. Ja, wer hat denn die auch überhaupt durcheinander gebracht, verdammt? Okay, alle rein da. So, dann brauchen wir jetzt noch die hellblauen, bitte. Dankeschön. Alle rein da. Dann die orangenen. So, Leute, so geht es tatsächlich am besten. Magneten funktionieren auch so auf Farbe. So, wunderbar. Okay, Leute, jetzt wird's spannend. Die liebe Dame möchte ein Tattoo haben. Möchte sie das da unten links? Ich finde allerdings... Ach komm, so eine Krake. Oh mein Gott, mitten auf die Brust. Oh, das ist ja... Kann ich den auch größer machen? Oh, ich kann das auch vergrößern. Ich mach mal ganz groß. Never. Oh Gott, echt? Kann ich das jetzt echt machen? Ich kann ja doch nicht einfach ein falsches Tattoo stechen. Die kann mich doch verklagen. Okay, continue. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich steche es wirklich. Oh mein Gott. Ich glaube, die lacht gleich nicht mehr. Oh no. Okay, ey, es tut mir so leid. Ach du Scheiße. Ey, das muss das Schlimmste sein, wenn du dir ein Tattoo stechen lässt. Und es ist einfach das Falsche. Vor allem, du siehst ja den Progress. Du siehst ja, wie die vorangehen und kannst doch eigentlich sagen, hey, das ist das Falsche. Boah, das wäre für mich die Hölle. Okay, wir nehmen das jetzt mal, weil sie drehen es uns an. Okay, sie möchte dieses... Ach, das wollte tatsächlich noch keiner haben, gell? Dann machen die das hier extra schön so. So würde ich das gerne hinmachen. Geht das? Oh Gott, ich kann es ja an der ganz falschen Stelle machen. Ich wusste nicht, dass ich es dir auf eine falsche Stelle machen kann. Es tut mir so leid. Oh nein, es sieht aus, als hättest du von Weitem eine Wucherung. Heute nicht rasiert. So, wo auch immer du das hinhaben willst, ich würde es gerne hier ganz oben hinpacken, so.
Geht das? Oh Gott. Das ist ja nicht, das ist ja, das ist doch kein Bauchnabelpiercing, wie es sein soll. Es tut mir richtig leid. Oh, Nase. Oh, Nase hatten wir noch nicht. Ich würde sagen, wir nehmen das Gelbe, weil es sieht aus wie Rotz. Und den packe ich dir dann hier hin. So, dass er halb so dranhängt, dass er fast runterfällt, wenn man sie nicht aufpasst. Ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen auf zum nächsten Game. Okay, er möchte einfach nur eine langweilige Palme haben. Wir nehmen mal die dicken Leinen, weil ich bin Anfänger. Und dann würde ich sagen, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh nein, es tut mir so leid. Oh nein. When you tried, Juppe, er ist richtig aggro. Dann, ja, ich bin fertig. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Good. Ich habe den Status gut bekommen. Oh mein Gott. So eine Scheiße, er läuft damit auch noch durch die Gegend, Mann. Okay, was ist denn das hier? Ah, ich kann mir hier... Ach, so gibt es da neue... Oh, Mermaid, Unlock, Unicorn. Oh, okay. Okay, wir haben erstmal den Noob, das ist gut. So, dann würde ich sagen, nächster Kunde, bitte. Oh, hallo, meine Liebe. Hey, das ist doch die von dem einen Game, was wir schon mal gespielt haben. Sie möchte eine Bowlingkugel. Okay. Ach, das muss ich auch ausmalen. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Oh Gott. Oh, okay, so einfach geht es also. Hey. Ja, fertig. Okay, perfekt. Ja, also, nach dem, was ich vorhin gemacht habe, musste ich jetzt eins mal richtig machen, Leute. Okay, da würde ich sagen, los geht's. Nächster Kunde, bitte. Okay, hallo, guten Tag. Was möchten Sie haben? Ein Herz? Oh, das ist aber nett. Da würde ich sagen, gucken wir mal, was ich hier so alles im Angebot habe. Wir nehmen dünne Linien dafür. Wir können uns auch ein Radiergummi freischalten. Und wir haben sogar noch die Möglichkeit, Farbe zu machen. Ich würde sagen, wir nehmen mal Blutrot und holen uns mal den Radiergummi, falls es zu schlimm werden würde, damit wir es weglöschen können. 2000 Jahre später. Okay, also wir haben jetzt auch den Radiergummi. Ich würde sagen, wir malen mal erstmal mit Schwarz. Oh, ups, das wollte ich nicht. Hier wollte ich anfangen, so. Wir machen da jetzt was Wunderbares draus. Keine Sorge, ich habe alle... Ach so, ich muss jetzt angesetzt lassen, okay. Ich habe alles im Griff. Ich habe alles im Griff. Haben Sie keine Angst. Das kann ich jetzt noch mit Rot ausfüllen. Nee, warte, wir machen da aber was anderes draus. So, machen wir mal so Fleisch. Scheiße. Oh nein. Das ist ja voll gemein, dass ich machen kann, was ich will. Das ist ja richtig bitter. Okay, fertig. So, wunderschön. Ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall sich sehen lassen. Ich glaube, wir wissen alle, was das sein soll. So, oh, wunderbar. Das sieht doch das sieht auch richtig gut aus, mein Freund. Okay, hallo. Was darf es denn sein, meine Liebe? Okay, sie möchte also so ein richtig geiles Yin und Yang-Ding haben. Gar kein Problem. Das machen wir doch. Auf jeden Fall erstmal die Farben. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus, so finde ich. Ja, das fühle ich. Und dann machen wir noch ein schönes Weiß rein. Das wirkt auf heller Haut besonders toll. So, wunderschön. Schauen Sie mal. Oh je. Wieso fülle ich das jetzt nicht? Ich fülle es nicht. Oh je. Fertig. Oh, die lassen mir sogar Trinkgeld da. Das war bestimmt der das Herz wollte. So, no. Oh, mit denen sollte ich mich aber nicht anlegen, ne? Okay, holy shit, der haut mir... Hä? Wie kommt denn das da jetzt drauf? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Okay, mein Lieber. Hallo. Was auch immer Sie wollen, das mache ich doch sehr gerne. Ich fände aber so ein bisschen Eigenwerbung wäre auch nicht schlecht. Verdammt, das soll abonniert heißen. Ich nehme auch eine andere Farbe, damit es noch deutlicher wird. So, wunderbar. Okay, wunderbar. Ich finde, ich würde sagen, meins sieht doch viel besser aus, oder? Das ist voll süß. Da kann er sagen, hey, das habe ich mir von meiner kleinen Nichte stechen lassen. Die ist Fan von Gnu und schon hast du sie alle. Wunderbar. Immerhin, er verbeugt sich. So schlimm ist es doch gar nicht. Bingo. Halt, so richtiges Influencer-Girl. Das Influencer-Girl möchte was ganz Besonderes haben. Wunderschön. Insta-Fame. Beep. Gnu war hier. Also ich hoffe, dass sie mich verlinkt. Mein Instagram-Name ist noch. Und ich habe jetzt auch TikTok. Da heiße ich Jasmin. So, und ich habe noch Twitch. Da heiße ich Gnu. So, wunderbar. Also ich würde sagen, das ist echt Kunst.
So Leute, es ist nicht einfach, das asozialste Tattoo- und Piercing-Studio der Welt zu leiten, aber ich finde, ich habe mich gut geschlagen. Lasst gerne Daumen nach oben da, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Piercings oder Tattoo habt. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Piercings oder Tattoos habt und ob ihr euch vielleicht welche machen wollt. Ich habe keine Tattoos, Piercings habe ich auch gerade keine, außer das Bauchnabel-Piercing, aber naja, reden wir nicht drüber. Und lasst gerne Daumen nach oben da. Und dann sage ich immer danke fürs Zuschauen, ade mit E, es war wie immer. Jetzt raus!